Man muss sehr, sehr viel tun, weil die Versäumnisse aus der Vergangenheit sehr, sehr hoch sind. Und deshalb muss man als erstes zwei große Sofortprogramme schaffen, damit das Geld bereitsteht für mehr Pflegekräfte, und zwar so, dass das nicht die Pflegebedürftigen selber zahlen. Uns fehlen in der Pflege im Krankenhaus und in der Altenpflege sehr, sehr viele Fachkräfte. Viele Experten gehen davon aus, dass es mindestens 50.000 Menschen fehlen. Es sind aber nur 3.000 beim Arbeitsamt als arbeitssuchend gemeldet. Und das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Attraktivität der Pflege sehr gelitten hat, weil wir extrem belastende Arbeitsbedingungen haben, und da muss etwas gegen getan werden. Wir können uns diesen Notstand einfach aus menschlichen Gründen nicht erlauben, und es ist gleichzeitig so, wir wissen, unsere Gesellschaft wird immer älter, also auch die Gruppe derer, die Hilfe und Bedarf haben und Pflegebedarf haben, wird noch größer werden. Umso wichtiger ist es, dass die Arbeit in der Pflege attraktiv ist und vor allen Dingen die Menschen nicht krank macht. So ist es häufig wegen der großen Belastung zurzeit. Man muss sehr, sehr viel tun, weil die Versäumnisse aus der Vergangenheit sehr, sehr hoch sind. Und deshalb muss man als erstes zwei große Sofortprogramme schaffen, damit das Geld bereitsteht für mehr Pflegekräfte, und zwar so, dass das nicht die Pflegebedürftigen selber zahlen müssen. So ist das nämlich in der Altenpflege von der Pflegeversicherung her gestrickt, dass es ja nur einen festen Zuschuss gibt und den Rest muss man selber zahlen. Das heißt, wenn ich mehr Leute einstelle, zu besseren Konditionen endlich mal tarifgerecht zahle, dann ginge das heute nach dem System, wie es jetzt gerade gilt, zu Lasten der Pflegebedürftigen. Da muss man was tun, und deshalb haben wir Grünen auch in den vergangenen Sondierungsverhandlungen die Pflege sehr, sehr stark gemacht und haben durchgesetzt in dieser Gruppe Jamaika, dass jeweils 1 Milliarde Euro sofort locker gemacht worden wären, jeweils für die Altenpflege und für die Krankenpflege, um zusätzliche Stellen zu finanzieren. Und da sagen ganz oft die Leute, ja, wo sollen die denn herkommen? Die sind ja heute schon nicht zu finden. Aber wir wissen, dass ganz, ganz viele von denen, die die Ausbildung machen, nicht im Beruf bleiben, weil die Bedingungen so schlecht sind und weil sie dann nach anderen Möglichkeiten schauen, zu arbeiten und ihre Kenntnisse einzusetzen, jedenfalls dann nicht mehr im Krankenhaus oder in der Langzeitpflege. Also ich habe mich sehr gewundert, dass die SPD nicht mehr für die Pflege durchgesetzt hat. Immerhin gab es ja dieses Jamaika-Ergebnis, das konnte man auch lesen. Und insofern hatten sich ja zumindest Union und FDP bereit erklären, dieses Geld bereitzustellen. Und dass jetzt nur 8.000 zusätzliche Stellen in der Altenpflege geschaffen werden sollen, hilft bei Weitem nicht. Das kann keinen wirklichen Druck wegnehmen, weil wir so viele Einrichtungen haben, dass man sagen müsste, 8.000 Stellen sind noch nicht mal für jede Pflegeeinrichtung eine halbe Stelle. Und das ist schlichtweg zu wenig, das spürt man nicht, sondern wir brauchen natürlich spürbare Entlastung, Verlässlichkeit für die Beschäftigten, die ja heute sehr oft, obwohl sie eigentlich frei hätten, dann trotzdem Dienste schieben, die sehr, sehr oft krank zur Arbeit gehen, weil einfach niemand da ist. Und da muss ganz schnell was passieren, weil wir wirklich da einen dramatischen Notstand haben. Wenn wir davon ausgehen, wir hätten 1 Milliarde Euro bereitgestellt, dann hätten das auf den Schlag 20.000 zusätzliche Stellen sein können, die man bereitstellt und die zum Beispiel dafür nötig sind, dass ganz klar ist, dass nirgendwo mehr jemand alleine eine Nachtschicht schieben muss als Fachkraft, sondern dass man immer sicher sein kann, dass auf einer Station zwei Leute sind. Das ist ein Beispiel, wo man das gut dran klar machen kann. Aber wir werden auch in anderer Hinsicht viel mehr Entlastung brauchen, weil das große Problem ist ja, wenn es zu wenig Fachkräfte sind, dann müssen die sich mit viel zu viel
Zeitdruck um die Pflegebedürftigen kümmern oder die Patientinnen und Patienten. Und das heißt schlichtweg, dass auch das, was eigentlich Pflege tun muss, gar nicht wirklich vollständig erfüllt sein kann und werden kann. Und das ist ja zum Teil auch patientengefährdend, wenn ich nicht die tatsächlich nötige Pflege beispielsweise und Hilfe erhalte nach einer OP, dann kann das durchaus dramatische Auswirkungen haben. Wir haben ja nicht zuletzt hier in Münster jetzt letztens auch erlebt, dass die Uniklinik eine Station abmelden musste von der Verwaltung, von der Versorgung, weil sie einfach keine Fachkräfte vorhalten konnte. Und dann musste sie OPs absagen. Okay. Aber das ist das klassische Problem von Frauenberufen, also ehemals Frauenberufen, dass da sehr stark die Hilfsbereitschaft eine Rolle spielt, das Ehrenamt eine Rolle spielt, das Bild der Florence Nightingale, die sich selbstlos um die Kranken kümmert. Und da wird nicht danach geschaut, dass das eben auch Berufe sind mit einer sehr hohen und sehr kompetenten Ausbildung, dass die auch entlohnt sein muss und dass die Menschen auch davon leben können müssen. Weil früher war es sehr oft so, dass es so war, dass die Frauen das quasi als Nebenerwerb gemacht haben zu dem Hauptverdiener in der Familie. Auch da ist so dieses Kämpfen wirklich für angemessene Tarife und Gehälter einfach nicht da. Ich bin jetzt 8 Jahre im Bundestag tätig, aber in der Kommunalpolitik kümmere ich mich ja um Gesundheit auch schon sehr, sehr lange. Und wir kennen das Problem, dass es eine mangelnde Wertschätzung der Pflege gibt. Aber das Ausmaß der Arbeitsverdichtung, das ist erst in den letzten Jahren so immer noch mal massiver geworden und hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir einfach eine Vielzahl von zu versorgenden Pflegebedürftigen haben. Dann hat die letzte Wahl, in der letzten Wahlperiode eine Leistungsausweitung stattgefunden. Also man hat als Pflegebedürftiger mehr Ansprüche. Aber man hat nicht dafür gesorgt, dass auch das Personal mit diesen Ansprüchen wächst. Und deshalb ist sogar der Druck noch höher geworden. Aber wir machen immer wieder die Erfahrung, dass in der öffentlichen Debatte Pflege eigentlich fast nicht vorkommt. Es sei denn, es gibt einen Skandal oder, wie jetzt dann doch langsam realisiert wird, einen Notstand. Eigentlich sehr viel zu spät. Ich hätte mir diese Aufmerksamkeit sehr viel eher gewünscht. Aber jetzt kommt es auch darauf an, dass wir auf allen Ebenen Druck machen, dass eben die Pflege die Aufmerksamkeit erfährt, die sie dringend notwendig hat. Wenn wir uns einfach nur die Alterung unserer Gesellschaft anschauen, dann wissen wir, das ist ein Thema, das hat erst angefangen und das wird noch enorme Dimensionen annehmen. Wir machen derzeit haben wir Anträge für 2 Sofortprogramme für die Pflege eingebracht. Jeweils, damit es 25.000 Stellen in der Krankenpflege zusätzlich gibt und 25.000 Stellen in der Altenpflege, die dann eben auch so finanziert sind, dass sie auskömmlich sind und gleichzeitig aber tarifgerechte Finanzierung und Bezahlung auch ermöglichen. Dafür machen wir jetzt Druck. Wir haben kämpfen jetzt gerade darum, dass wir eine Anhörung zu diesen beiden Anträgen bekommen. Das hat die Große Koalition in spe diese Woche erstmal abgelehnt. Wir wollten für den 18.03. einen Anhörungstermin durchsetzen. Das ist nicht gelungen. Da sind wir überstimmt worden von der Union und von der SPD. Sehr bedauerlich. Ich bin gespannt, wann wir das dann endlich auf die Tagesordnung kriegen. Wir haben ein Recht als Opposition, dass Anträge angehört werden. Nur den Zeitpunkt, den können wir nicht bestimmen. Aber wir werden auch da weiter Druck machen, weil es ist ja ein verheerendes Signal an die Pflege, dass man nicht bereit ist, zeitnah über diese Anträge zu reden. Sofortprogramme müssen auch sofort entschieden werden, sonst wird das nichts mit dem Sofort.